Ja, Lichtgeschwindigkeit, Medienkommentar zu einem besonderen Thema. Heute Montag, 5. Dezember. 5. Dezember. Es findet in Bonn, in den alten Anlagen der früheren Bundesrepublik Deutschland, Regierung, Sitz in Bonn im Plenarsaal, die große Afghanistan-Konferenz statt. Und ich möchte sagen, die Piraten haben sich, seitdem ich im Wahlkampf 2009 dieses Thema schon exakt zugespitzt und problematisiert habe und genau beschrieben habe, was wir heute alle sehen, die Piraten sich dennoch nicht vorgewagt haben und jeder Pirat hatte seine Privatmeinung dazu. Ich bin auch sicher, dass wenn man jetzt einen Katalog von Positionen aufschlagen würde und würde abstimmen lassen, alle von der einen bis zur anderen Seite verschiedene Nuancen würden Piraten bekommen, die zustimmen. Also mit anderen Worten, da herrscht keine Einigkeit. Ich möchte aber trotzdem Folgendes sagen. Die Tatsache, dass in Afghanistan ein riesen Materialaufwand ohne Rücksicht auf Menschen getrieben wird, ohne dass Ziele genannt sind und das Schlimmere ist noch, ohne dass jemand Ziele hat, sondern das wabert da so rum, mehr oder weniger in der Willkür des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs, anders kann man das ja nicht nennen. Da finde ich also wirklich, dass hier die Diskussion, beispielsweise Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Löwenstein heute, Erfolg auf dem Papier, da wird also gesagt, dass der Abzugsbeschluss der Bundeswehr zum Jahre 2014 sozusagen jetzt durch die neue Konferenz in Bonn, aus dem Kaugummi macht man jetzt sozusagen eine Suppe. Ja, das Kaugummi ist zäh, man hat immer Mühe, es klebt, die neuen Lügen wieder zu verkaufen, also Abzug heißt ja Abzug. Jetzt möchte man gerne, dass es sozusagen wie ein Liquid immer in die Breihöhlen fließt, ja, wie bei Pankratz dem Schmoller, als die Mutter die Butter neu verteilte im Kartoffelbrei, ja, und dann hat der Sohn immer mit dem Löffel gebohrt, die Soße von der Tochter aus dem Nebental zu sich übergeleitet, bis dann die Tochter geheult hat, dann hat die Mutter die große Schale genommen, hat sie wieder etwas gekantet und hat von ihrer Milch etwas in die Bucht der Tochter geleitet, während der Sohn weiter gebohrt hat. Ja, also Pankratz der Schmoller kann ich nur empfehlen, Novelle von Gottfried Keller, wunderschön. Während hier unser Afghanistan-Geeiere doch nur bedeutet, dass der völlig nichtsnutzige deutsche Außenminister Westerwelle anstatt in Europa für Konsonanz der Gemüter, der deutsche Außenminister ist dafür da, mit den Außenministern der europäischen Länder wirklich ein zielführendes Szenario aufzubauen, ja, dass eine aktive, lebendige Gesprächsatmosphäre, keine großen Staatsbesuche, sondern sozusagen ein Kommunikationsalltag der Gemeinsamkeit in Europa entstünde. Nein, da ist er in Afghanistan und verspricht Milliarden auszugeben, die wir gar nicht haben, um dem Obergauner Karzai, von dem jeder weiß, vom Wahlbetrug bis zum Meuchelmord, macht er alles, um den nun nochmal für weitere 10 Jahre, nämlich statt 2014 weitere 10 Jahre mit dem NATO und dem deutschen Militärticket auszustatten. Auch Kanzlerin Merkel hat heute schon zu der Lageverhandlung in Afghanistan-Konferenz in Bonn gesagt, jawohl, Karzai, Deutschland unterstützt Afghanistan in Form von Karzai, mit anderen Worten, Deutschland wird weiterhin hinter den Amerikanern hereiern. Und das muss man sich mal ganz genau vorstellen. Ja, im Wahlkampf von Obama werden jetzt bis zum Jahresende die amerikanischen Soldaten abgezogen, während die feste Militärbasen bauen in Afghanistan. Amerika baut feste Stationen. Amerika bestimmt auch, wo die Landesgrenze ist, von Afghanistan zu Pakistan. Ja, die Amerikaner bestimmen auch überhaupt, was ist eigentlich ein Afghane. Ja? Dass ein Usbeke, ein Tadschike oder sonst was kein Afghane ist, nur weil er zu dem willkürlich gezogenen, eingegrenzten Afghanistan gehört. Während der Name Paschtune
afghanisch ist. Pashtune bedeutet Afghaner, nichts anderes. Und diese Sprachspiele, die werden uns hier vorgeführt, indem man sagt, ja, die Taliban, das ist ja, sind ja nun diese muslimischen Extremisten, die seien in Pakistan. Nein, die sind nicht in Pakistan. Man könnte sagen, die sind in Pashtunien. Ja? Die sind dort, wo die Amerikaner willkürlich die Grenze gezogen haben, in Richtung Pakistan, nun nennt man das Pakistan. Und nun fliegen die dort mit ihren Drohnen herum und wundern sich, dass das nicht friedlich zugeht. Insofern, wenn es heißt, Pakistan ist nicht bei der Afghanistan-Konferenz in Bonn, steckt da viel mehr dahinter als so etwas wie, ja, mit Afghanistan kommen wir gut klar, aber mit Pakistan haben wir noch Probleme. Nein, das muss man im Zusammenhang sehen, genauso wie man im Zusammenhang den Westen Afghanistan sehen muss mit Iran. Da gehen täglich 20.000 junge Leute von Afghanistan über die Grenze in den Iran arbeiten. Und da ist eine Art Grenzverkehr, nur weil man dort die Grenze zieht. Aber das soziale Leben hat eine ganz andere Ausprägung. Und da sind jetzt italienische Soldaten in einem abgeriegelten Camp, das sie nicht verlassen dürfen, und reden von Integrations- und Aufbauleistung. Also, deshalb möchte ich sagen, die Piraten sollen sich für Afghanistan aussprechen, formieren und sollen sagen, Schluss mit dem Quatsch. Und hier ist also abgebildet aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute, ich will das auch noch zeigen, in Potsdam war ein Weihnachtsmännerlauf, fast 800 mit rotem Mantel und Pelzkragen sind gelaufen. Potsdam, Mittelmark, Michendorf. Naja, gut, also hier ist der Weihnachtsmann der SPD, mit dem Zeigefinger, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Fingerzeig, wer mit dem Finger auf etwas zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst. Also, da sind die drei Finger. Das gilt für alle Menschen, die im Besitz all ihrer Finger sind und damit auch für Helmut Schmidt und so weiter. Ja, und ich wollte nur sagen, die SPD oder die CDU und alle Blockparteien, mit Ausnahme der Linkspartei, machen diesen afghanischen Schulden-, Kriegs-, Rüstungswirtschaftsskandal, sagen, wir ziehen ab, sie ziehen aber nicht ab, sie nennen es Brunnenbauen, sie nennen es Kopftücher tragen, und dann wird hier im Deutschlandfunk werden Studenten interviewt aus Afghanistan, die in Deutschland studieren, zur Frage, was sie von der Konferenz in Bonn, von Karzai und von Westerwelle und so weiter erwarten, da sagen die, wir hoffen, dass sie noch 20 Jahre bleiben, dass wir auch Verhältnisse haben wie in Deutschland. Die eine Studentin hat gesagt, ja, wenn wir nur ein Zehntel von dem hätten, was man in Deutschland hat. Ich will mal nicht unterstellen, dass das auf die materiellen Seiten bezogen war, und sei es drum. Aber tatsächlich, es ist doch nicht die Frage, wie lange man da ist, um einem fremden Kulturvolk eine andere Kultur aufzuzwingen. Das ist nicht die Frage, ob man die besser oder schlechter findet, sondern das geht schlicht und einfach nicht. Da muss man alle Afghanen ausrotten. Und wenn man da 18-Jährige fragt, die das nicht verstehen, dann ist das ein dummes Zeug, dann ist das dieses dumme Gespiele in O-Tönen. Ja, ich nehme einen O-Ton und sage, dieses ist jetzt die Statistik, ja, das ist jetzt repräsentativ. Nein, ich hoffe, die Piraten kommen zu dem Thema Krieg, Militärpolitik, Bündnispolitik, Afghanistan und so weiter. Denn Piraten sind tatsächlich keine Kriegspartei, sondern eine internationale Pirate Party. Und wir haben etwas, was die ganze Welt verbindet, das Internet. Und damit sind auch die Hoffnungen, dass die eigenen menschlichen Vorstellungen ja auch an anderen Orten der Welt respektiert und geschätzt werden. Und da sind die europäischen sicherlich sehr besonders, Minderheitswerte. Trotzdem sollte man dafür werben. Mit dem Auftritt in Afghanistan mit den Amerikanern werben wir nicht dafür. Das ist ein großes Drama. So, schönen Dank für den Aufruf.